Hallo, hallo, hallo. Geht's euch gut? Ja. Mir geht's wunderbar, denn ich bin das erste Mal auf dieser Bühne und ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht und nie die Zeit oder die Möglichkeit gehabt. Und jetzt hat es geklappt und ich bin aus dem Häuschen. Deswegen habe ich auch einen ganz besonderen Text mitgebracht. Und Moment, der geht so. Seit ich meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hatte, schwebten wir auf Wolke 7. Wir schmiedeten Pläne, machten Termine und konnten es kaum erwarten, vor den Traualtar zu treten. Was wir nicht wussten, war, dass wir dafür als Voraussetzung eine Eheschule besuchen mussten. Dazu kam ein amtliches Schreiben mit einer Literaturliste. Wir waren begeistert. Endlich zeigte uns jemand, wie Ehe richtig geht. Wir waren zwar überzeugt, ein gewisses Naturtalent zu besitzen, hatten einiges bereits in Erfahrung gebracht und ein bisschen was ausprobiert, aber das war nur Spielerei. So ein richtiges Ehe-Bootcamp würde uns gründlich auf alle Eventualitäten des gemeinsamen Lebens vorbereiten und das staatlich geprüft. Außerdem war es quasi ein Urlaub. 6 Wochen auf Kosten des Staates all-inclusive genießen und dabei noch was Nützliches lernen. Zunächst mussten wir zur medizinischen Vorsorgeuntersuchung, also zu einer Art Musterung. Es stand die bange Frage im Raum, passen wir unsere Gene überhaupt zusammen? Konnten wir Nachkommen zeugen und würden sie den strengen Anforderungen des Staates genügen? Es heißt, vor dem Gesetz sind alle gleich. Damit das stimmte, mussten alle für das Gesetz gleich gemacht werden. Wir sollten uns aber keine Sorgen machen. Wenn es wider Erwarten nicht passen sollte, bestand das Recht auf Ersatzpartner, der diesmal perfekt zu uns passend ausgesucht sein würde. Das traf auf uns glücklicherweise nicht zu. Wir passten auch aus medizinischer Sicht wunderbar zusammen. Als nächstes hieß es, Paragraphen aus dem EGB, dem Ehegesetzbuch, büffeln, was in einer theoretischen Prüfung mündete. Vom ersten Tag an mussten wir viel Sport treiben, Muskeln in den Bereichen aufbauen, in denen wir nie welche vermutet hätten und uns an Stellen dehnen, die bisher nur ein passives Dasein fristeten. Wir studierten die Grundkenntnisse der gemeinsamen Haushaltsführung. Kochen, waschen, bügeln, kleine handwerkliche Tätigkeiten, Autoreparaturen und so weiter. Das alles mussten beide Partner perfekt beherrschen. Ganz wichtig war es, die Welt aus des anderen kennenzulernen. Meine Freundin wurde verpflichtet, mehrere Tage am Stück mit mir Ballerspiele zu spielen. Während ich mit ihr 3 Staffeln Germany's Next Topmodel oder Bachelor schauen musste. Das war eine harte Zeit. Mir wurde immer klarer, dass es beim Unterricht hauptsächlich darum ging, den Mann zu schulen. Es war wie beim Tanzen. Frauen schienen von vornherein alle erforderlichen Fähigkeiten zu besitzen, während die Männer bereits mit dem Grundschritt Probleme hatten. Die Frauen sind offensichtlich die Agierenden und die Männer die Reagierenden. Wir übten die richtigen Reaktionen bis zum Erbrechen. Es ging zum Beispiel um die Antwort auf solche Fragen wie, was soll ich anziehen? Ich stellte erstaunt fest, dass es mehrere Ebenen der Kommunikation geben kann. Ich lernte, Ich lernte eine ganze Reihe von Ausdrücken, bei denen bei mir augenblicklich die Alarmglocken schrillen sollten. Zum Beispiel, wenn als Antwort auf die Frage, was hast du denn? Die Frau mit nichts antwortete. Im Grunde sollte ich es von vornherein vermeiden, eine Kontroverse zu führen, da man dabei nur verlieren konnte. Es wurden knallharte Rollenspiele durchgeführt, zum Beispiel gemeinsamer Klamottenkauf, Besuch der Schwiegermutter oder Heimkehr nach einer durchzechten Nacht. Selbstredend waren wir ganz aufgeregt, die verschiedenen Techniken des Eheaktes kennenzulernen.
deren Vor- und Nachteile zu erforschen und die Fallstricke aufgezeigt zu bekommen. Sie wurden stets sehr anschaulich von hervorragend ausgebildeten Lehrkörpern am Partner vorgeführt. Da wurde uns der Sinn des intensiven sportlichen Trainings klar. Zum Schluss gab es dazu eine praktische Prüfung, die über 3 Stunden ging. Am Ende hatten wir trotz der Zerrung, die ich mir dabei zugezogen hatte, doch noch ganz knapp den Ehevollzugsschein erworben und verließen die Institution als vollständig ausgebildete Anwärter auf das Ehegelübde. Wie beim Schulabschluss dachten wir damals, wir wüssten nun alles und uns könnte nichts mehr überraschen. Wie naiv wir doch waren. Es ist ein langer, steiniger Weg. Niemand kann einen auf die Dinge wie gemeinsames Wohnen oder die Folter durch Schlafentzug bei Neugeborenen vorbereiten. Trotzdem kann man sagen, je mehr du im Ehetrainingslager schwitzt, desto weniger musst du in der Ehe bluten. Vielen Dank.